Gehen wir erstmal von der ersten Frage aus. Was ist der beste Trainingsplan? Hey, ich bin's Paul. Willkommen zu meinem nächsten Video auf diesem Kanal. Und heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar rede ich mal ein bisschen über die Fragen, die mir als Fitnesstrainer bzw. Personal Trainer häufig gestellt werden. Ja, und fangen wir direkt mal an mit der ersten Frage. Wie oft sollte ich die Woche trainieren gehen? Ja, das ist natürlich eine sehr breit gefächerte Frage. Die Frage ist natürlich, wie weit bist du von deinem Level her in deinem Training? Das heißt, wenn du eher Anfänger bist, würde ich dir raten, 2 bis 3 Mal die Woche zu gehen. Bist du fortgeschritten, bist Profi, dann auf jeden Fall 4 bis 6 Mal die Woche. Warum brauche ich Ruhetage? Ruhetage sind in dem Fall wichtig, weil der Muskel regenerieren muss. Das heißt, wenn du trainiert hast, sagen wir jetzt mal, du trainierst einen Ganzkörpertrainingsplan und hast alle deine Muskelgruppen trainiert, muss der Muskel zwischen 24 und 72 Stunden ganz nach Körpertyp regenerieren, um wieder, sage ich mal, voll ausgestattet zu sein für das nächste Training. Wie bekomme ich ein Sixpack? Ja, diese Frage höre ich auch sehr oft. Die Frage des Sixpacks ist nicht, ob du quasi viel Bauch trainieren musst, sondern eher eine Frage des Körperfettanteils, deiner Genetik. Abs are made in the kitchen. Ja. Muss ich Eiweißshakes trinken, um Muskulatur aufzubauen? Ja, die Frage höre ich auch sehr oft. Also ihr müsst primär schon mal überhaupt gar keine Eiweißshakes nutzen. Eiweißshakes nutze ich zum Beispiel nur für die Supplementierung. Das heißt, wenn ich meinen Eiweißbedarf über den Tag nicht decken kann, ist so ein Eiweißshake auch immer was Feines, weil du halt auf wenig Kalorien sehr viel Eiweiß hast und das Ganze sehr schnell und einfach zu dir nehmen kannst. Wie viel Protein brauche ich als Kraftsportler? Als Kraftsportler proteinmäßig ist umstritten. Also Pi mal Daumen gehe ich von 2 bis 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht aus. Wieso kann ich nicht genau deinen Trainingsplan trainieren, beziehungsweise was ist überhaupt der beste Trainingsplan? Die ist relativ simpel zu erklären. Das heißt, gehen wir erstmal von der ersten Frage aus, was ist der beste Trainingsplan? Es gibt in dem Sinne keinen besten Trainingsplan, es gibt nur einen Trainingsplan, der perfekt auf dich zugeschnitten ist. Das heißt, du bist individuell, du bist was Besonderes, was Einzigartiges und deswegen hast du auch einen ganz anderen Muskelaufbau, eine ganz andere Genetik als zum Beispiel ich jetzt. Jetzt kommen wir zu der ersten Frage. Mein Trainingsplan ist zum Beispiel spezifisch für dich überhaupt ungeeignet, weil ich eine sehr starke Beingenetik habe, eine sehr schwache Brustgenetik habe und deswegen mein Trainingsplan eher Fokus auf Brustmuskulatur quasi zurzeit legt als auf die Beinmuskulatur. Und wenn das bei dir andersrum ist, wirst du damit natürlich nicht gut aufbauen. Sagen wir mal schon die Brust gut aufbauen, aber die Beine halt nicht gut aufbauen, wenn du eine Beingenetik schwächer hast. Als Beispiel. Und es kommt natürlich auch ganz darauf an, auf welchem Level du bist. Ich bin ja zum Beispiel jetzt schon nach 8 Jahren Trainingserfahrung auf einem ganz anderen Level als jetzt einer, der 2, 3 oder sogar 4 Jahre trainiert. Na, das heißt, das muss man natürlich auch abwiegen, auf welchem Stand du bist. Natürlich kann einer, der nach 4 Jahren trainiert, auch schon das Level erreichen, was ich jetzt habe. Aber das ist natürlich auch eine Sache des, Durchhaltvermögens. Ab wann lohnt es sich zu cutten bzw. eine Diät zu machen? Ja, auch einer der Fragen, die mir viele Jungs stellen, lohnt es sich jetzt schon zu cutten? Soll ich weiter Muskeln aufbauen? Was empfiehlst du mir? Ich empfehle euch, wie fühlt ihr euch gerade in eurer Haut? Wenn ihr jetzt, sage ich mal, schon relativ massig seid und der Sommer kommt näher, dann würde ich euch natürlich so einen Mini-Cut bis Cut empfehlen. Das heißt, dass ihr eine normale Diät betreibt, wo ihr wirklich weiterhin ordentlich trainieren geht, aber weiterhin, sage ich mal, in einem Kaloriendefizit bleibt, dass ihr auf jeden Fall so gut wie es geht Körperfett verliert, um einfach mal zu gucken, was habe ich denn überhaupt schon für Muskulatur gewonnen. Und wenn ihr noch ganz am Anfang seid, empfehle ich euch eher wirklich weiter hart zu trainieren, um natürlich das Maximalste, was man als Muskelaufbau, als Natty, sogenannter Naturalathlet, natürlich sich aufbauen kann, zu erreichen. Wie lange sollte die Pause zwischen den Sätzen sein? Auch unabhängig. Ne? Es kommt natürlich ganz drauf an, wie dein Trainingsvolumen ist. Heißt, wenn du jetzt sehr stark und sehr schwer trainierst, musst du natürlich viel längere Pausenzeiten machen, als jetzt einer, der relativ wenig mit wenig Volumen arbeitet, wenig Gewicht arbeitet. Von daher sage ich immer so als pauschale Grundregelung, wie ich jetzt zum Beispiel mache, immer so zwischen, sagen wir mal, 60 bis 90 bis sogar quasi 120 Sekunden, also so um den Dreh. Wenn du, sage ich mal, nach 60 Sekunden merkst, okay, ich kann wieder, dann mach nach 60 Sekunden. Wenn du nach aber 90 Sekunden merkst, okay, ich brauche noch ein bisschen Pause, dann mach halt erst nach
nach 120 Sekunden. Das ist natürlich auch typabhängig und natürlich auch übungsabhängig. Von daher, so in den Dreh solltest du dich auf jeden Fall halten. Und wie viele Sätze sollte ich pro Übung machen? Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage, individualisiert auf deinen Trainingsplan. Ja, ob du Anfänger bist, Fortgeschrittener oder halt schon Profi. Ich denke mal, wir haben hier auch mehr Anfänger, die die Fragen stellen. Ich würde dir am Anfang raten, so ungefähr 3 Sätze zu machen, vielleicht sogar 4 Sätze. Kommt ganz drauf an, wie oft und kontinuierlich du zum Training gehst. Und aber als Anfänger sagt man immer so zwischen 2 bis 3 Sätze, aber wenn du wirklich schon was erreichen willst, einen guten Trainingsplan hast, vielleicht einen super Split, dann würde ich dir schon 3 bis 4 Mal auf jeden Fall raten. Sollte ich Cardio machen? Ja, Cardio-Training gehört natürlich auch zum Must-Have. Also auch ich als Kraftsportler, der wirklich viel darauf legt, Muskulatur aufzubauen und nicht zu verlieren, legt natürlich trotzdem den Wert darauf, auch Cardio zu machen. Sei es jetzt 10 Minuten vor deinem Training oder 20 Minuten nach deinem Training. Ich sag mal so, wenn du dich wirklich jetzt gerade in der Phase befindest, wo du wirklich einfach nur Muskulatur aufbauen willst und das Ganze lean machst, brauchst du nicht so viel Cardio. Ich würde dir trotzdem empfehlen, immer deine Steps zu sammeln. Das heißt, ungefähr 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag zu haben, dass du einfach, sage ich mal, in dem Ausdauerbereich trotzdem Steps sammelst, weil das immer gut ist für das Herz-Kreislauf-System. Und während der Diät natürlich auch eine halbe Stunde nach deinem Workout ist auch immer gar nicht mal so verkehrt, um natürlich den ganzen Stoffwechsel anzukurbeln und damit natürlich auch schneller an dein Diätziel zu kommen. Kann man trotz veganer Ernährung Muskeln aufbauen? Im Fitnessbereich sehr viele Leute, die vegan, sage ich mal, umgestellt haben und auch sich schon eine Zeit lang vegan ernähren und auch viel, sage ich mal, Fortschritte dadurch gemacht haben. Es ist kein Aus. Du kannst mit veganer Ernährung auch Muskulatur aufbauen, nur du musst natürlich auch die wichtigen oder die richtigen veganen Eiweißquellen finden. Wenn euch das zum Beispiel interessiert, schreibt es mal runter in die Kommentare. Vielleicht drehe ich da auch mal demnächst ein Video drüber. Dirty Bike oder Lean Bike? Also für die Leute, die nicht wissen, was das überhaupt ist, Bike ist quasi der Masse oder die Massephase, das heißt der Zustand, wo ihr versucht, maximal zu essen, um auch maximal Muskeln aufzubauen. Und dann gibt es den Unterschied zu einem Dirty Bike, das heißt das Ganze mit ungesunder Ernährung zu machen, oder mit einem Lean Bike, das Ganze mit einer gesunden Ernährung zu machen. Aus Erfahrung kann ich euch eigentlich nur raten, eher den Lean Bike zu bevorzugen, weil somit habt ihr quasi permanent dieses Gefühl, in einer Form zu sein, wo ihr euch wohlfühlt und auch die Erfolge wirklich wahrnehmen zu können. In einem Dirty Bike baut ihr halt auch sehr viel Fett auf und das ist wiederum natürlich auch, ja, für den Kopf eine ganz andere Sache. Aber jedem das Seine, von daher, wenn ihr Bock habt, 10-mal in der Woche zu Meckes zu rasen und nach eurem Training euch gut dabei fühlt, macht das. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, und sondern eher alles auf gesunder Ebene zu machen, auch geil. Also ich persönlich bevorzuge den Lean Bike. Wie kann ich muskuläre Disbalancen ausgleichen? Ja, auch eine der häufigsten Fragen, so wie ich es euch ja eben auch schon an meinem Trainingsplan eben angeteasert habe. Ich persönlich trainiere meine Schwächen in meinem Trainingsplan dann ein bisschen intensiver. Sprich, wenn ich jetzt eine gute Beingenetik habe, was ich ja auch habe, lege ich meinen Fokus anstatt auf einen, ja, sage ich mal, zweiten extrem schweren Beintag, eher auf einen zweiten extrem schweren Brusttag, auf einen Pushtag bei meinem Push-Pull-Beine-Prinzip. Und versuche dann natürlich somit meine Schwächen eher zu trainieren. Baue ich schnell Muskulatur ab, wenn ich mal nicht trainieren kann? Also von meinem Stand, den ich ja gehört habe, baust du generell Muskulatur erst nach 7 bis 10 Tagen ab und davon noch nicht viel. Das heißt, wir haben so einen Muscle Memory Effekt in uns. Das heißt, wenn ihr nach einer längeren Zeit ausfallt und wieder zum Sport geht, werdet ihr auf jeden Fall auch schneller wieder an den Punkt kommen, wo ihr wart. Von daher macht euch keinen Stress, wenn ihr mal krank seid. Versucht wirklich auch euren Körper diese Ruhe zu geben und versucht nicht euren Körper zu überlasten und bleibt ruhig zu Hause. Also keine Sorge, ihr werdet jetzt nicht innerhalb von 2, 3, 4 Wochen so viel Muskelmasse verlieren, dass ihr euch nicht wiedererkennt. Darf ich mir im Urlaub auch was gönnen, wenn ich nicht trainieren kann? Ja, auch einer der Standardfragen auf jeden Fall. Ja, einen Urlaub hat man nicht alle Wochen, das heißt, gönnt euch ruhig was. Natürlich sollte man das Ganze auch in Maßen genießen, aber wie gesagt, jedem das Seine. Wenn du Bock hast, gönn dir was und dann nach dem Urlaub gib ihm Vollgas, nimm die Carbs als Trainingspower und nutze die Energie und gib Vollgas dann einfach nach dem Urlaub in deinem Training. Brauche ich Kreatin?
Ja, auch wieder eine ganz Standardfrage. Also ich kann zu diesem ganzen Supplement-Ding, wenn ihr wollt, auch mal ein eigenes Video machen. Ja, weil das ist natürlich auch immer wieder eine heiße Frage. Kreatin an sich macht den Muskel praller, hilft euch quasi nicht an Kraft zu verlieren oder generell macht euch was stärker. Ich persönlich benutze Kreatin auch, besonders am liebsten in meiner Diätphase, um meine Kraft ein bisschen zu halten. Als Anfänger, meiner Meinung nach, braucht ihr es nicht. Wenn ihr es nehmen wollt, könnt ihr das natürlich nehmen. Ist auf jeden Fall laut den neuesten Studien nicht schädlich. Wenn ihr natürlich auch die Dosis einhaltet, das heißt, ich persönlich nehme 3 Gramm, manche nehmen 5 Gramm. Ich würde auf jeden Fall nicht höher gehen. Jetzt als junger Boy muss ich Beine trainieren. Als junger Boy? Auf jeden Fall. Ich sag mal so, es gab früher immer diesen Mythos, dass wenn du die Beine nicht trainierst, dass du nicht genügend, sag ich mal, Testosteron in deinem Körper ausschüttest, was widerlegt worden ist. Das heißt, du kannst so viel Oberkörper trainieren und wirst trotzdem keinen Nachteil haben, auch wenn du keine Beine trainierst. Aber wenn du jetzt mal an die Ästhetik denkst, das heißt, dem Ganzen einen schöneren Look zu verpassen, würde ich dir auf jeden Fall raten, Beine zu trainieren. Sei es nur einmal die Woche, aber ich lege es euch echt ans Herz. Trainiert die Beine, ihr werdet mir dankbar sein später, weil Beine trainieren ist irgendwann auch, ja, Spaß. Muss ich als Frau Brust trainieren? Auch eine sehr spannende Frage. Natürlich musst du als Frau auch die Brustmuskulatur trainieren. Jetzt denk mal nach, wieso? Genau, wenn wir den Rücken trainieren, haben wir Agonist und Antagonist. Das heißt, das Gleichgewicht muss stimmen. Um später keine Verkürzungen zu bekommen, auf einer Seite rate ich dir auch als Frau, die Brust zu trainieren. Okay, ja, das war's schon. Wow, so viele Fragen, so ein Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Falls euch noch Fragen einfallen, die jetzt in diesem Video noch nicht dazu kamen, schreibt's runter in die Kommentare. Ich nehme mir gerne die Zeit, die nächsten Tage auch auf diese Frage einzugehen. Das heißt, nehmt euch ruhig die Zeit. Ich nehme mir auch die Zeit. Ja, und wenn euch das Format oder das Video generell gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, eventuell sogar ein Abo und aktiviert die Glocke. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Paul.